Wir gucken uns unterschiedliche Varianten von Turingmaschinen an. Wir hatten eine Turingmaschine kennengelernt, indem wir gesagt haben, so hier ist Ende, das hier gibt es nicht. Das war die Grafik, mit der ich die Turingmaschine eingeführt hatte. Ja, wir haben ein Eingabeband, wir haben eine Übergangsfunktion, also unser Programm, wir haben eine Zustandsmenge und dann arbeiten wir auf diesem Band. Und jetzt erweitern wir das Konzept um eine winzige Kleinigkeit, und zwar die Kleinigkeit, dass wir sagen, dieses linke Bandende, das heben wir jetzt auf. Ja? Und sonst bleibt alles gleich. Das Einzige, was wir jetzt nicht mehr können, wir können nicht mehr am linken Bandende hängen bleiben, aber ansonsten bleibt alles gleich. Falls Sie die Veranstaltung bei dem Kollegen Biermann gehört haben, falls Sie schon mal es nicht abwarten konnten, die theoretische Informatik zu hören, der definiert die Standard-Turing-Maschine so. Für den sieht die immer so aus. Ich habe es ein bisschen anders definiert, das ist aber nicht schlimm, dass wir die anders definiert haben, weil ich Ihnen gleich zeigen werde, dass die beide genau dasselbe können. Ja, also, das Konzept dahingehend so ein bisschen erweitern, dass wir das machen. Dass wir ein endloses Band haben in beide Richtungen.